Und jetzt begrüßen Sie bitte mit mir zusammen in einem frenetischen und fanatischen Applaus den Spitzenkandidaten der Partei hier in Linz, Heinz Strunk. Bitte jetzt, Heinz, dein Applaus, deine Rede, deine Stadt. Ich darf vielleicht vorausschicken, dass ich den Inhalt meiner Rede nicht mit dem Parteivorstand abgestimmt habe und es deswegen zu Problemen kommen könnte. Das andere ist, dass der erste Teil wahnsinnig lang war und ich jetzt schon ein bisschen besoffen bin. Aber egal, kommt vom Herzen. Ich werde den Text unkommentiert verlesen, denn der Text spricht auch sich selber. Das andere, was einer Erklärung bedarf, ist die Erklärung nicht wert. Da sollte der eine oder andere gerade hier heute Abend mal drüber nachdenken. Also, liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Bürgerinnen und Bürger, last but not least, liebe Hamburger, zuallererst, wer glaubt, dass ich hier und heute eine Brandrede halte, eine von unlauterer Demagogie durchsetzten Rachefeldzug antrete, den muss ich leider enttäuschen. Und zwar schwer enttäuschen. Ich werde keinen Tischtuch zerschneiden, kein Porzellan zerschlagen und mich keinem ernst gemeinten Diskurs verweigern. Nein, ich suche den Dialog, das Gespräch, die Verständigung, ja, Versöhnung. Ich bin auch kein Querulant aus Prinzip, kein Hasardeur oder Hütchenspieler. Ich bin vielmehr angetreten, es in hanseatischen Beton- und Kastenköpfen in ihrer merkantilen Briesigkeit etwas ungemütlich zu machen. Der in dieser Stadt verbreiteten Vollkasko-Mentalität den Kampf anzusagen. Das fatale Knäuel aus Halbwissen, Demagogie und gezielten Falschinformationen zu entwirren. Anders gesagt, die Pferdedecke des Schweigens, ein Spaltbreit lüften und aus dem Fragezeichen endlich ein Ausführungszeichen zu machen. Ich sage deshalb, auch nicht schlecht, ne? Ich sage deshalb, klipp und klar, wir benötigen einen Paradigmenwechsel, Kaskadierung, Rebirth, eine zielorientierte Auseinandersetzung auf Höhe der Reflexion. Denn Fakten unterfüttert mit Emotionen ergibt Kernkompetenz. Wie geil ist das? Eine überlegene Politik benötigt einen überlegenen theoretischen Überbau. Eine Weltanschauung, die nicht mehr mit überkommenen Gegensätzen wie rechts oder links laboriert, sondern nur einen Unterschied kennt, fortschrittlich oder reaktionär. Denken, Leid überlassen wir deshalb den anderen. Die Partei propagiert ein neues Denken, das nicht mehr linear, sondern modular funktioniert. Die sogenannte Modulardogmatik. Denken heißt, in Steps zu denken. Die Summe aus den Steps kulminiert in der Deep Throat, die jedoch nie aufgelöst wird. Das Prinzip dahinter, flexible Elemente, sogenannte Lines, wechseln sich ab mit starken Basismodulen, den Stations. Verknüpft werden beide Grundbestandteile durch frei flottierende Gelenke, den Freezern. Entscheidend ist die Balance zwischen Lines und Stations. Zentrum der Modulardogmatik ist das Modul und Basis des Moduls ist die Pipeline. Ziel ist die Parzelle mit Wabenstruktur. Durch fließende Interaktion von Modul und Pipeline, dem sogenannten Gliding, fügt sich Wabe an Wabe und vervollkommt schließlich die Parzelle. Die Partei, oh, das war wahnsinnig lang noch. Die Partei stand und steht unter der eisernen Knute der Vernunft, der Ägide des gesunden Menschenverstandes, den Diktatur der Redlichkeit und der eisernen Ganzkörperzwinge der Fakten. Deshalb sage ich ausdrücklich, ich werde mich mit jedem gegnerischen Politiker, mit jedem Repräsentanten des korrupten Schweinesystems an einen gemeinsamen Tisch setzen. Denn die Probleme der Stadt sind zu groß, als dass man sie aussitzen oder gar ausschwitzen könnte. Schlag keine Hand, die man dir entgegenstreckt. Fußnote: Eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht, jetzt kommt's, vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Gehen wir in medias res. Politik in Hamburg. Wodurch zeichnet sich Hamburger Politik der letzten 15 Jahre aus? Antwort:
durch fortschreitende Sinnerosion. Senatoren, denen die Keinsmale der sich ankündigenden Ökodiktatur ins Gesicht gebrannt sind. Und an der Spitze Politclown Ole von Beuys. Opposition? Gibt es so etwas überhaupt? Mal im Ernst. Traut sich tatsächlich jemand, dem Senierenkrechrender Michael Naumann, ernsthaft zu, den maroden Haushalt zu sanieren, eine Vision zu erwerfen, die die gebeutelte Stadt nach Jahren des Stillstands aus der Krise führt? Ha ha ha, Drama laut lacht. Wenn ich gerade diese beiden saturierten Obermuftis nenne, ist ihnen möglicherweise etwas Seltsames aufgefallen. Je länger sie sich die Herren auf den doppelmannsgroßen Wahlplakaten anschauen, desto mehr scheinen sich ihre Gesichter zu wandeln. Als ob die Kantigkeit nur eine oberflächliche ist, durch die das gesund gedunsene und gleichzeitig scharf gefaltete Alkoholiker-Mondgesicht eines altkritischen Schlagersängers scheint. Bernhard Brink, Bernd Klüwer, Roland Kaiser, der dicke Klaus oder Costa Cordalis sehen sich nach 40 Jahren Hossa Hossa und Saufi Saufi zum Verwechseln ähnlich. Als strebten die Physiognomie nach einem einheitlichen Ausdruck. Verschiedene Persönlichkeiten widersprechende Programme, die sich überlagern wie eine unscharfe Bilderserie und dabei gegenseitig auslöschen. Begründung? Schwammige Gedanken erzeugen schwammige Gesichter. Klare Gedanken hingegen einen fein ziselierten Charakterkopf. Stichwort die Partei. Und noch viel schlimmer, schwammige Gedanken erzeugen eine schwammige Sprache. Was haben wir in den letzten Wochen und Monaten aus den Mündern der Spitzenkandidaten gehört? Amorphe Sonntagsreden, die sich an einer endlosen Kette von Floskeln und Versatzstücken entlanghangeln. Stocken zäh, von innen zerfressen. Worte schwirren bindungslos durch den Äther und zerfallen ihre Buchstaben, aus denen sie dann wieder neue Lehrformen bilden. Spastiker der Sprache, serielle Prozessoren, die in geschwätzigem Affektedeutsch mit blutig gebissener Zunge die immer gleichen Fertigteile ausspeien. Zombies, deren ausgezehrtes Vokabular aus weiter fressendem Mund in die Hohlform tröpfelt, durch die das bereits tausendmal wiederholte in schier unversiegbarer Verdünnung rinnt. Ja. Word up, keep on pumping the shit. Binnennachfrage, Gebietskörperschaft, Bedarfsklärung, grausame Blockadewörter, die man aus meinem Mund nie, ich betone nie, hören wird. Hobbytheoretiker von Beust und Sauspatz Naumann werden von dieser Stelle aus dringend aufgefordert, ihr durch üppige Diäten finanziertes Wolkenkuckucksheim wenigstens für ein halbes Stündchen am Tag zu verlassen, zugunsten einer Probeburgen in der Realität. Politik, die keine Veränderung will, ist wie Krafttraining, das auf Muskelaufbau verzichtet. Denn effektives Training ist stets Training in der Schmerzzone. Anders gesagt, no pain, no gain. Oder zugespitzt, Extension und Implosion. Überdehnung und Zusammenbruch. Kommen wir nun endlich zu wichtigen inhaltlichen Fragen des Programms. Was will die Partei? Wofür steht sie? Vor allem aber, was braucht Hamburg? Punkt 1 in Politik. Zunächst, wir sprechen uns ganz klar aus für einen beherzten Ausbau des Wirtschaftsstandpunkts Hamburg. Die Partei wendet sich nicht gegen das Kapital. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir suchen den Dialog mit dem Kapital. Wir sind zu heftigen Flirts mit der Private Equity und den internationalen Finanzmärkten bereit und mahnen dennoch nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern, Hedgefonds ist kein Schweinezoo. Einer Wertschöpfungskette sollten vor allem niemals die Perlen ausfallen. Und eine Warnung wird es bei der Partei nie geben, nämlich die Gewinnwarnung. Zurück zum Thema. Schlüsselindustrien sind ausdrücklich aufgefordert, in Hamburg zu investieren, sich hier niederzulassen, Arbeitsplätze zu schaffen, sich steuerlich abmelken zu lassen. Vorschlag für einen Slogan, um den Standort Hamburg noch attraktiver zu machen: Hamburg, Stadt im Norden. Wir von der Partei meinen, dass es eine Punchline ist, die den Namen verdient. Hamburg, Stadt im Norden. Shit for the heads. Wir suchen moderne, aggressive Start-up-Unternehmen mit schnellen Produktzyklen. Innovative Unternehmen, deren Ziel nicht die künstliche Ernährung eines nekrotischen Verwaltungsapparates, sondern vielmehr die Synthese von Produktinnovation und Markenidentität ist.
für die Quadratmeter-Rentabilität, Fokussierung aufs Kernportfolio und Positionierung am hochmargigen Lifestyle-Segment keine Fremdworte sind, die sich aber trotzdem eine Maxime mit überbreitem Epic im Stammbuch geschrieben haben. Eine Marke ist vor allem eins, ein Geisteszustand. Totes Kapital erdrückt, nur lebendiges Kapital ist fröhliches Kapital. Wir sehen Hamburgs wirtschaftliche Zukunft nicht im Bergbau. Ja. Wir wollen auch keine Pharma-Riesen anlocken und brauchen gewiss keine mehr Jauche als frische Eier produzierende Hühnerbarone. Das war echt gut. Hamburg benötigt junge, schlanke und vor allem hungrige Industrien, für die es nur ein Worst-Case-Szenario gibt. Fröstel unter einer zu dünnen Eigenkapitaldecke.